Throwback one year post-injury Achillessehne war gerissen vor einem Jahr. Ja, meine Achillessehne war gerissen vor einem Jahr. Jetzt gibt es einen kleinen Rückblick und zwar in dieser Zeit zum einen, was hat sich verändert? Was funktioniert heute, was vor einem Jahr noch unmöglich vielleicht wäre? Und kann ich wieder so den Sport betreiben, wie ich es damals konnte? Und das gibt es heute im Video als kleines Throwback. Zuerst einmal das Thema Heilungsprozess. Also wie gesagt, vor einem Jahr hatte ich mir die Achillessehne gerissen beim spektakulären Flag Football Spielen in einer nicht spektakulären Sehne, aber das passiert nun mal. Das Wichtige ist, wie gehe ich damit um und vor allem, wie war mein Heilungsprozess. Ich habe darüber eine ganze YouTube-Serie gemacht und habe schon ganz oft erwähnt, dass ich ziemlich eng mit Ärzten und Physiotherapeuten, eher mit Ärzten zusammengearbeitet habe, weniger mit Physiotherapeuten. Mein großer Vorteil war auch oder ist immer noch, dass ich mit Sportärzten in sehr gutem Kontakt stehe und dadurch zum Beispiel meinen Heilungsprozess dauerhaft verfolgen konnte. Allgemein muss ich sagen, hatte ich gar keine Komplikationen. Meine Wunde ist sehr schnell verheilt, meine Achillessehne ist super schnell eigentlich wieder zusammengewachsen und man hat ganz schnell wieder eine Struktur erkannt. Was habe ich gemacht? Ich habe ganz oft meine Achillessehne mit Ultraschall untersuchen lassen und konnte daher ziemlich schnell Übungen machen, die der ein oder andere vielleicht nicht sofort machen kann oder vielleicht ein bisschen länger brauchen könnte dafür. Doch das Wichtigste im Heilungsprozess war für mich das Feedback und vor allem nachzuschauen, was ich mache, funktioniert, ob das funktioniert, was ich mache. Ich habe stark auf meinen Körper gehört und das ist das Wichtigste, dass man auf seinen Körper hört und nicht überfordert, sondern ich mache zum Beispiel eine Übung oder ich bewege zuerst einmal wieder meinen Fuß und muss dann schauen, was mein Körper mir als Rückmeldung am nächsten Tag gibt oder direkt danach. Und wenn man das lernt und das richtig macht, dann kann man davon ausgehen, dass man einen ziemlich guten Heilungsprozess hat und vor allem auch den Körper nicht überlastet, weil man darf nicht vergessen, der Körper ist in einer Verletzungsphase. Er muss repariert werden und dafür braucht er einfach nur die Anstöße und dann sind das die ersten Wochen, wo der Körper sich im Prinzip unter anderem selbst heilt. Dann schauen wir doch mal, wie geht es mir heute? Ich kann guten Gewissens sagen, dass eigentlich alles wieder funktioniert, ob Sprünge, die Verletzung war auf der rechten Seite, ob irgendwelche einbeinigen Kniebeuger oder einbeinigen Sprünge, ist alles kein Problem. Wir gucken einfach uns mal kurz auch die Narbe an. Die Narbe ist eigentlich sehr gut verheilt. Die Achillessehne ist immer noch dicker wie auf der anderen Seite. Wir haben hier den großen Schnitt. Es wurde komplett zugemacht. Kein minimalinvasives Verfahren zum Glück. Ich bin froh, dass wir eine offene Wunde hatten. Ist schön verheilt. Beweglichkeit auch im Sprunggelenk ist wirklich top. Also ich habe eine super Sprunggelenksbeweglichkeit, habe hier keine Einschränkung. Das Einzige, was wir noch sehen, ist, dass die rechte Seite zur linken Seite im Soleus-Bereich und auch Rastrocnemius-Bereich, also der Wadenbereich, einfach vom Umfang her immer noch ein Ticken dünner ist wie auf der anderen Seite. Und ich merke auch noch, dass gerade explosive Geschichten noch ein bisschen schwieriger auf der rechten Seite sind. Das heißt zum Beispiel das olympische Gewichtheben. Wenn ich umsetze, umkopiere, hier in der Streckung bin und dann unter die Hand und runter setze, merke ich einfach, dass ich hier auf der rechten Seite noch ein Ticken langsamer bin und das oft das Problem ist, warum ich nicht rechtzeitig unter die Hand und runter komme oder warum der Fuß noch nicht in der perfekten Position ist. Das sind einfach Millisekunden, die hier noch nicht ganz stimmen, woran ich noch arbeiten muss. Aber krafttechnisch bin ich schon auf einem sehr guten Weg, wo ich sage, okay, Kraftverhältnisse sind fast wieder gleich. Und ich habe auch keine Problematiken, dass ich am Morgen aufstehe und zum Beispiel merke, dass die Beweglichkeit nicht da ist oder dass es sich steif anfühlt oder dass es irgendwann warm wird. Das alles habe ich gar nicht. Also wirklich soweit eigentlich keine Einschränkungen. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin kein Läufer. Also ich bin jetzt nicht jemand, der morgens aufsteht und erstmal 10 Kilometer laufen geht. Ich bin persönlich kein Freund des Joggens. Mehr Intervalle, mehr Sprints. Aber auch die Sprints habe ich jetzt noch nicht so verfolgt wie vor der Verletzung. Das heißt, ab und an bin ich sprinten, nicht auf 100%, aber schon ziemlich zügig. Aber ich bin mehr im Krafttraining aktuell unterwegs, mehr im olympischen Gewichtheben, mehr mit Sprüngen und mehr mit dem funktionellen Krafttraining, wie jetzt auf der Laufbahn oder draußen im Wald beim Laufen unterwegs zu sein. Einschränkungen, so habe ich, wie gesagt, eigentlich keine. Man merkt es noch ein bisschen, aber
ich würde wirklich behaupten, dass ich ziemlich gut wieder zurück bin und jetzt gerade so nach wirklich einem guten Jahr sagen kann, ich bin wirklich wieder auf Performance-Spur, ich kann wirklich richtig auf Leistung wieder trainieren. Schon nach einem halben Jahr nach der OP war ich wieder so weit, dass ich gut trainieren konnte, dass alles sauber war, aber ich war noch nicht auf dieser Leistungsbasis, wo ich jetzt bin. Von dem her, nach einem Jahr kann man wirklich sagen, ist man wieder back on track. Dann gibt es noch den mentalen Aspekt. Zum einen, was habe ich mental gemacht als Selbstständiger, als Trainer, der angewiesen ist darauf, von zu Beginn an wieder eigentlich Sachen vorzuzeigen, aber auch als Athlet. Ich mache mein Leben lang schon Sport auf Leistungsbasis und jetzt so eingeschränkt zu sein, so eine Verletzung, wo man eigentlich immer wieder hört, oh je, sportliche Karriere ist vorbei. Ich bin kein Profisportler, aber sehr ambitionierter Leistungssportler. Oder auch als Trainer zu sagen, oh, kann ich diese Übung überhaupt nochmal vormachen? Kann ich Sprünge vormachen? Kann ich überhaupt mit meinen Kunden rausgehen, laufen gehen und solche Geschichten? Wie bin ich da rangegangen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe alles als Herausforderung, gar nicht als Rückschlag. Natürlich, als ich mich damals verletzt habe, habe ich mich extrem aufgeregt. Aber darüber, dass es mir passiert ist und nicht, dass ich jetzt hier Verletzung habe. Und dann habe ich es direkt umgewandelt in was Positives und gesagt, wie cool, jetzt kann ich Videos drüber machen und euch erzählen, wie das mit so einer Verletzung ist und kann euch beweisen, dass man sich von so einer Verletzung wieder 100% erholen kann, wenn man das möchte. Und das ist eigentlich das, was mich angetrieben hat. Genauso wie mit der Selbstständigkeit. Es gibt immer Möglichkeiten, dass man weiterkommt. Nur weil man einen Rückschlag erlitten hat, heißt es nicht, dass es vorbei ist oder dass es nicht mehr möglich ist. Wir haben es meistens doch noch selbst in der Hand, wieder umzudrehen und positiv damit umzugehen und das Beste daraus zu machen. Sicherlich hat sich das ein oder andere verändert und das ist auch okay so. Das ist der Lauf der Zeit. Das passiert, ob ich mich verletze oder nicht. Und von dem her bin ich da mental sehr gut durchgekommen. Natürlich gab es die eine oder andere Sache, die mich ein bisschen demotiviert hat. Oder es ist dann schon schade zu sehen, dass man jetzt eigentlich nicht an der Leistungsgrenze ist, wo man vor einem Jahr war, wo ich sage, vor einem Jahr wären 125 Kilo in der Übung nicht so schwer gewesen, wo ich jetzt sage, jetzt muss ich ganz schön drum kämpfen, um da wieder zurückzukommen. Aber that's life. Das ist normal. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und es kann nicht immer nur aufwärts gehen, es geht auch manchmal bergab und dann müssen wir nur wieder gucken, dass wir wieder nach oben kommen. Also von dem her, bleibt positiv, seht es immer als positiv, als Herausforderung, nicht als Rückschlag. Übungsroutinen oder Top-Übungen, die ich verwendet habe oder aktuell verwende. Also ganz wichtig ist wirklich das Wadenheben, exzentrisches Wadenheben, das heißt im Prinzip nur ablassen. Ob ich das jetzt auf eine Stufe mache oder ob ich das erstmal ohne Defizit mache, das heißt, ich stehe zum Beispiel auf dem rechten Bein gestreckt und lasse mich nur langsam kontrolliert ab, drücke mich jetzt wieder nach oben oder nutze das zweite Bein, um mich auf die Zehenspitze zu drücken und wieder abzulassen. Oder ob ich das mit dem Defizit an einer Stufe mache. Wadenheben ist wirklich was, wo ich einbauen muss. Ich kann das auch in eine Routine einbauen und ich habe für mich die K-Box, die Eccentric K-Box, wirklich lieben gelernt fürs Wadenheben, weil ich da mehrere Varianten direkt hintereinander als Supersatz oder als Komplex machen kann und so wirklich die Wade dynamisch beanspruchen kann. Und das ist was, was ich auf jeden Fall 3 bis 4 Mal die Woche machen würde zu Beginn, wenn ihr den Schuh aushabt, wenn ihr eine Verletzung habt und wieder was nach und nach machen dürft und ein exzentrisches Wadenheben mit dabei ist, dann kann ich nur empfehlen, das täglich zu machen. Und wenn ihr langsam wieder ins Training richtig einsteigt, das mit Zusatzgewicht etc. zu machen, super. Aber an die K-Box kommt nichts ran bisher, was ich gespürt habe, weil die K-Box eine so schöne Dynamik verursacht. Und das ist einfach genial und von dem her absolute Lieblingsroutine, um hier wieder Kraft aufzubauen, aber auch Geschmeidigkeit aufzubauen. Und das ist übrigens ein Punkt, den man nicht vergessen darf, egal wie viel man danach wieder trainiert, die Lockerung ist extrem wichtig. Also jeden Tag mit einem Ball abrollen oder mit einem Battlestar oder was auch immer ihr an Möglichkeiten habt, eine Massagegun, wenn man vorsichtig reingeht, das sollte man regelmäßig machen. Am besten eine tägliche Routine oder jeden zweiten Tag als Routine einbringen. Was würde ich ändern, wenn ich die Zeit zurückspülen könnte in meiner Reha zum Beispiel oder auch in den ersten Trainingseinheiten danach, was würde ich ändern? Definitiv die K-Box viel früher nutzen für das Wadenheben und da noch mehr Fokus drauf legen. Ja, einbeinige Übungen so, das mache ich ja, das hat super funktioniert, das mache ich auch immer noch und ich bin auch ein Fan von einbeinigen Kraftübungen, sodass wir auch im Oberschenkel gucken, dass die Kraft wieder vorhanden ist. Aber tatsächlich Wadenheben ist wirklich was in der Kombination, wo ich mit reinbringen muss. Aber sonst als Feedback für mich, Resümee, wenn ich zurückschaue, es gibt nicht viel, was ich hätte anders machen können. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte die K-Box früher fürs Wadenheben verwenden sollen, weil ich wirklich da merke, da kriege ich am meisten Kraft zurück und vor allem auch an Geschmeidigkeit und das ist eigentlich ganz, ganz wertvoll.
Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch Mut machen, dass bei euch nach einem Jahr wieder alles gut wird. Dieses Thema ist auch für alle anderen Verletzungen, die ihr habt. Es ist kein Rückschlag, es ist eine Herausforderung. Ob Kreuzbandriss, ob irgendwas an der Schulter kaputt ist, geht's richtig an. Bewegt früh, schaut darauf, dass ihr euch aber nicht überlastet, sondern bewegen und belasten ist ein großer Unterschied. Guckt, dass ihr ein super Team habt von Ärzten, Physiotherapeuten, Trainern, die mit euch zusammenarbeiten. Holt euch von denen Feedback, guckt immer wieder, lasst immer wieder prüfen, ob ihr das, was ihr gemacht habt, ob das richtig ist, ob es zu viel war oder zu wenig war. Macht Fortschritte, bleibt dran und denkt immer dran, alles ist machbar.